Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Herausforderer. Wie kommt es, dass ich in diesem Clan bin? Ja, wir haben den Clan gestern Abend ja kurz vorm Stream bzw. zum Stream hin schon gegründet, haben hier ganz, ganz viele Warrior von uns reingeholt aus beiden Clans, sodass wir hier zum Stream vom Skylife COC einen Clan hatten, der auch herausgefordert werden kann. Und ohne jetzt lange im Stream zu suchen und ihr seht, wie ich hier verlassen worden bin. Also der Mastengo hier, der Magnethelm, das ist ein zweiter Account von ihm. Der hat hier nur geschrieben, Toto, viel Spaß hier. Ja, Dankeschön. Und ich wollte aber jetzt mit dem Schief nicht unbedingt in diesem Clan hier bleiben. Aber ich wollte die Videos hier, beziehungsweise die Kämpfe auf jeden Fall nochmal sehen. Und habe dann irgendeinen Account, den ich noch hatte, den habe ich jetzt mal wieder zum Leben erweckt. Der lag irgendwo in Google. Das hat auch jetzt lange gedauert, bis ich den wiedergekriegt habe, weil ich das Passwort nicht mehr hatte. Und unverschämterweise fordert der Toto dann hier auch noch Max-Truppen. Ja, also so geht das hier ab. Aber wir wollen natürlich hier in das Kriegsloch reingucken. Wir haben 2 Clankriege gespielt, also über 200 Angriffe in 2 Stunden. Und der erste, der 15-15 hier, der war ein bisschen zum Warmwerden. Und der zweite ist dann schon viel, viel besser gewesen mit etwas mehr Vorbereitungszeit. Und wir starten auch gleich auf dieser Seite. Das ist der Angriff auf die oder der Edeltraut von Nummer 40. Und hier hat man wirklich, in dem 40er haben wir dann auch gesagt, wir nehmen ja alles mit rein, was geht. Und hier wurden auch wirklich ganz, ganz viele Angriffe gemacht. Also, was mich wirklich beeindruckt hat, ihr als Community seid da wirklich, wirklich gut drauf. Alle Clanburgen waren befüllt. Also auch in dieser kurzen Zeit hier. Alle haben hier irgendwie gerödelt, geraffelt, gegemmt und haben hier alles gegeben. Also, das erstmal in 2 Stunden auch hinzukriegen, das ist wirklich krass. Nebenbei liefen ja auch noch Chats, es liefen auch noch Freundschaftsangriffe, also Testangriffe. Und deswegen wirklich nochmal großes Lob hier an die Community, die A hier in dem Clan war. Wir konnten leider nicht alle rein. Irgendwann waren natürlich beide Clans mit 50-50 ganz schnell voll. Auch dafür nochmal danke, dass ihr auch hier dann in den Clan Herausforderer reingekommen seid mit einer ganz, ganz großen Masse aus der Community. Und also ich war wirklich begeistert, habe ja auch irgendwann dann mal gesagt, du, jetzt sind beide Clans leider voll und Nachrücker konnten dann nur rein, wenn halt mal wieder einer gegangen ist oder was aber sehr selten vorkam. Also ich glaube, während der Sikasi ist dann auch keiner mehr rausgegangen, lediglich die, die hier eine Sperre hatten. Das war auch sehr schwierig zu anfangen, hier die richtigen Leute rauszupicken, denn bei den Einladungen, also wenn sich jemand sich im Clan hier bewirbt, wir haben ja ausschließlich gemacht auf Invite, dann hast du es nicht gesehen, dass derjenige eine Sperre hat. Erst wenn er im Clan war, hast du gesehen, dass er eine Sperre hat und das hat's natürlich, hat die Sache nochmal ein bisschen ersperrt, wo wir dann nochmal darauf hingewiesen haben, bitte Leute, nur welche, die auch nicht gesperrt sind, die hier also CK-Angriffe mitmachen können und das war aber trotzdem die große Masse hier. Für mich gab es ja auch nochmal zwei Premieren, hätte ich fast gesagt. Das erste Mal natürlich Co-Moderator in einem anderen Stream. Ich habe ja auch dann selber nicht gestreamt, wollte auch keinen Stream mit dranhängen. Ich denke mal, das hätte den schönen Abend ja jetzt nicht getoppt. Aber wir hätten natürlich den CK hier noch live in einem Stream weiterverfolgen können. War mir aber dann auch ein bisschen zu kurzfristig und ich wollte es ja auch nicht machen. Deswegen also Co-Moderator in einem Stream und B, ich habe noch nie freiwillig meinen Clan verlassen. Ich war ja mit in dem Stream-Clan und ich war mit Thorsten noch nie in einem anderen Clan drin, außer in diesen hier in den letzten 2,5 Jahren, glaube ich. Davor war ich natürlich mal woanders, aber fiel mir aber auch nicht schwer. Wir haben das Ganze, glaube ich, ganz gut geplant im Vorfeld, denn so ein bisschen Planung braucht es dafür, dass du wirklich in dieser kurzen Zeit hier so viele extreme Angriffe und auch 2 Clans hier voll bekommst. Und deswegen haben wir in der Woche schon viel getestet, viel geplant, sodass das hier an dem Abend, glaube ich, richtig schöner Livestream war. Reibungslos, hier hat alles geklappt. Und also auch ihr gehört natürlich auch mit dazu, denn das gehört ja auch mit zu Klappen eines Freundschaftsklankrieges, dass hier viel angegriffen wird. Wir sehen hier viel, wir quatschen hier viel und
aber trotzdem leider haben wir zweimal verloren. Hatten hier auch großartige Unterstützung innerhalb des Clans, ja. Also beim Skylife waren ja zwei Leute drin, die will ich euch mal eben zeigen. Das ist schon richtig großes Kino gewesen hier, denn wir hatten hier zwei dabei. Das war der Michio777 und der Melo. Oh, jetzt sind sie 1-2. Ich glaube, der Melo war gestern noch Vierter oder so. Was natürlich ganz krass war, aber leider hatten die beiden noch Klankriegssperre. Ja, so kann das kommen. Aber sie waren mit dabei, haben hier schön mitgespendet und wir sind auf dem Weg so ein bisschen nach oben. Ich habe, da muss ich jetzt eben mal schauen, mir diesen angeguckt hier. Also ich habe mir hier fast alle Angriffe angeguckt, habe mir einfach nur ein paar schöne rausgepickt. Das sind auch jetzt nicht unbedingt 3 Sterne dann an der Stelle. Hier in diesem Bereich ja, aber hier fand ich mal ganz krass, tolle Kombi, ne? Einfach mal die Queen nehmen, ein paar Babydrachen dabei, 4-5 Päcker. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viel es waren. Heiler und dann geht das ab hier durch die Base. Also fand ich wirklich gut hier vom Captain Smoker. Der hat hier auch gute Angriffe gemacht. Ja, das nenne ich immer Mut zur Lücke. Ja, hier hin. Jetzt haut er hier noch schnell Babydrachen raus, dass die Päcker nicht nach außen gehen. Ach, war ein bisschen zu spät. Sie gehen jetzt trotzdem außen rum. Und jetzt natürlich die Queen in der Mitte. Schutzlos, keine Heiler mehr dabei. Aber ich meine, so eine 40er Queen, die räumt hier trotzdem noch ein bisschen was weg. Und dann hat er jetzt natürlich noch hier Babydrachen. Oh, der stirbt leider. Der Fries war suboptimal, sage ich ja immer gerne. Aber für den Drachen hat er jetzt noch einen Babydrachen zur Unterstützung, dass der Drachen nicht dort alles wegmacht. Und dann geht das hier weiter mit den Packers durch die Base. Also wirklich schöne Dinger hier. Ich habe noch mal ganz viel geguckt jetzt heute auch. In der Zeit, wo ich versucht habe, diesen Toto-Account wieder zum Leben zu erwecken. Und aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ich denke mal, das ist ja auch mein Channel-Motto, nach wie vor Clankriegsangriffe zu zeigen. Und hier haben wir mal richtig eine Masse, die man zeigen kann. Also ich könnte hiermit ja 5-6 Folgen füllen. Aber wir sehen auf beiden Seiten, denke ich mal, 5 schöne Dinger. Und sind jetzt auch schon oben angelangt bei der Nummer 6. Das ist der Angriff auf Gara, den zeige ich hier, weil er so fürchterlich knapp war. Ja, mit 98% ist das natürlich auch schon wirklich krass auf diese starke Base vom Gara hier. Mal schauen, also das habe ich jetzt sehr, sehr häufig gesehen. Die Spieler, ich glaube auch der Blackie ist auch ein Legendenspieler, greifen hier sehr häufig mit so einer Kombi an hier. Das heißt also, man schickt hier die Lava-Hunde mit Loons hier in die Base rein, Luckys hinterher und dann zieht man hier später erst die Helden. Ihr seht das unten in der Leiste. 10 Mauerbrecher. Zieht dann später erst die Helden. Also die Angriffe sieht man hier sehr, sehr häufig. Und er hat ein bisschen Pech, dass der Inferno jetzt doch ein bisschen weit noch in der Base steht. Also sehr, sehr zentral hier am Eck. Und hat jetzt aber schon hier unten die Helden am Start. Mal sehen. Ah, die Mauerbrecher sind schon irgendwo durch, aber durch keine Mauer gegangen. Deswegen kommt er auch nicht mehr rein, denke ich mal, mit der Truppe. Und ist ja aber trotzdem ein schöner Angriff gewesen und mit 98%, also wirklich gut, keine Frage. Da hat ein bisschen der Stern gefehlt, ihr habt es ja gesehen, wir haben beide verloren. Und macht aber überhaupt nichts, denn das Motto war hier jetzt nicht, wir kämpfen hier und machen hier und tun hier, sondern das Motto war auch viel Spaß haben hier bei diesem Clash of Clans Armstream. Und ich denke mal, den haben wir gehabt. Dann sind wir hier auf der Seite auch schon am Ende. Nee, ich wollte den auf die 3 zeigen, wer ihn nicht gesehen hat. Oh, der Sky hat hier natürlich angegriffen im ersten. CK habe ich ihn leider erstmal außen vor gelassen, denn ich glaube, es war auch ganz gut so, um erstmal den ersten Stress vom Stream rauszunehmen, um hier so ein bisschen Ruhe reinzubringen, auch für ihn. Und aber auch, ihr habt das gesehen, genau die gleiche Kombi hier mit den Loons hier rein. Und die gehen jetzt schon ein bisschen nach außen hier. Aber er hat noch eine ganze Masse hier in der Mitte. Allerdings, glücklicherweise, macht er jetzt auch den Adler, friest den hier nochmal durch. Und jetzt ist der Adler erstmal weg. Er hat das ja selbst nochmal nachmoderiert hier. Aber ich fand auch den Angriff eigentlich richtig gut. Denn jetzt wird es an der Stelle richtig schwer. Also ich finde so eine Stelle hier, hier ist noch eine Queen, die hier rumhampelt. Hier sind noch ein paar Lakis und hier ist vor allen Dingen noch Clanburg. Ja, dann setzt er jetzt hier oben schon. Ich scroll das mal ein bisschen näher. Ist er hier oben jetzt schon und setzt dir jetzt wirklich
Truppe für Truppe, um genau zu checken, wo die hingehen. Ja, also hier erstmal noch einen Barbaren, um zu gucken, was peilt der eigentlich an. Jetzt zieht er hier seinen Babydrachen nach. Das habe ich ja auch sehr häufig gesehen, so einen Babydrachen nochmal in Nachhut zu schicken. Und der geht jetzt schon schön in die Mitte. Der Barbar peilt jetzt auch schon die Mitte an. Das heißt, er hat direkt den King dahinterher gesetzt. Und der King muss sich jetzt unbedingt um beide Helden hier kümmern. Das heißt also, die Queen muss in jedem Fall weg. Und wenn natürlich möglich, der King hier auch. Also erstmal King, dann die Queen. Und ich denke mal, mit der Masse der Barbaren hier, die gehen ja jetzt sofort auf die gegnerische Queen, schafft er das auch und zieht sofort seine Queen hinterher. King ist immer noch dabei. Jetzt kriegen noch die kleinen Barbaren Beschuss, aber jetzt geht die Queen auf das Rathaus und packt das Rathaus auch. Und auf der letzten Rille hat er dann auch gesagt, zünde ich mal meine Queen hier jetzt. Nicht, dass er die vergisst, denn hier waren es erst 48%. Da ist er, der 50. Jawohl. Und so waren das hier coole zwei Sterne am Ende. Zack, wie es immer so ist. Riesenbombe und ganz tolles Ding hier. Wirklich, wirklich super. Okay, wir gehen zur gegenüberliegenden Seite und machen da weiter. Und auch hier habe ich mir ein paar schöne Kämpfe rausgepickt auf der Seite. Jetzt muss ich mal eben in meine Liste gucken. Wir starten hier allerdings etwas höher, nämlich bei der Nummer 24. Da ist der Klick. So, auf die Nummer von Nummer 16 vom U-Bahn, von den Herausforderern. Und auch hier schöne Kombis hier teilweise. Und auch hier wieder Mut zur Lücke, ein Held mit dabei. Und ja, das kann man machen, wenn man sich relativ sicher ist. Ich meine, eine 21er Queen ist auch jetzt nicht gerade zu unterschätzen. Deswegen gab es hier einige, die wirklich mit einem Helden echt viel gerissen haben. Respekt dafür. Und das wird ja auch nicht in allen Clans zugelassen. Hier stand der Spielspaß im Vordergrund und nicht der unbedingte Drang, drei Sterne zu holen, sondern hier kann man natürlich auch in solchen Freundschafts-CKs, ich habe das mal ganz am Ende des Streams, glaube ich, gesagt, super mal Truppenkombis testen, mal so ein bisschen was abchecken, was so geht an Angriffen mit nur einem Held, welche Kombi kann ich da nutzen. Und aber schöner Angriff hier von U-Bahn, von den Herausforderern auf den Yoshi ist es hier vom Skylife COC Livestream Clan. Und echt schön hier noch mit dem Golem, der hier die Mauer macht. Ja, der Golem macht noch die Mauer. Ah, er tankt noch die Luftabwehr hier, aber keine Gefahr mehr für die paar Truppen hier. Richtig schöner Angriff hier auf die 24. Oh, ich sehe gerade in meiner Liste, ich habe mich vertan. Da müssen wir uns die 26 jetzt im Nachgang einmal anschauen. Und zwar ist das ist das ein Angriff von Your Mama auf den Ich bin abgehoben. Der Ich bin abgehoben. Danke übrigens nochmal, dass du den Schief hier so schön gedreiert hast. Mit einer auch gar nicht mal so schlechten Kombi. Also auch cool gemacht von dir. Und wirklich schöner Angriff hier gesehen. Hier sehen wir Queen Walk zu Anfang. Und jetzt mit Kill Squad über diese komische Base hier, über die Ecken rein. Und hat jetzt aber überall ein bisschen Magier und hat auch im Backhand jetzt hier Vierer Valkyren. Da kommt schon der Sprung und die Valkyren gehen jetzt schnurstracks hier in die Mitte rein, entkernen hier komplett den Chor von dieser Base hier. Die Golems noch richtig krass hier am Tanken und den Rest muss man ja schon fast sagen, erledigen hier jetzt die Valkyren mit dem King auch noch dabei, der tankt ja auch noch zusätzlich. Richtig starker Angriff hier. Ja, manchmal sieht man ja Bases, da denkst du erst, ach, wie mache ich die denn? Ja, aber schön gelöst hier von Your Mama mit dem Queen Walk. Die beiden Golems noch voll im Futter hier. Super Angriff. Das war wirklich krass. So, was haben wir hier weiter in meiner Liste? Wir sind auf 10. Ich habe mir den 10er rausgepickt. Ja, wie gesagt, es tut mir wirklich leid, dass ich echt nicht alle Angriffe hier zeigen kann. Und das wird es dann doch ein bisschen sprengen. Die Folge wird sowieso schon ziemlich lang für euch werden, aber ich hoffe, das freut euch hier, dass ihr am Montag so eine schöne Folge nochmal sehen könnt hier mit den wirklich schönen CK-Angriffen. Und auch hier, das habe ich auch noch nicht so gesehen im 10er-Bereich, auch hier mit einem Helden nur erstmal die Loons hier durch diese Base reingeschickt und mal gucken, wie weit die überhaupt fliegen. Ich spule das jetzt mal nicht vor, denn okay, die 1er Infernos machen jetzt nicht so wirklich viel Schaden auf die
auf die Loons hier und hier wird mal völlig die Queen einfach ignoriert. Das fand ich, glaube ich, an den Angriff so gut, so nach dem Motto, ach komm, da hinten steht eine 10er Queen. Was machten die schon? Na, schön gegiftet hier die Queen. Aber ich denke mal, er hatte hier auch irgendwas an Lufttruppen in der Clanburg, denn ich habe, glaube ich, keine gesehen jetzt. Aber Queen ist immer noch dabei und jetzt geht die Queen hoffentlich auf den Hund. Jawohl, sie geht auf den Hund, läuft dem Hund jetzt auch hinterher, sieht man hier richtig schön. Und jetzt kommt hier aber richtig noch eine richtige Masse an Truppen raus. Also Queen, null Chance. Ja, an der Stelle, jetzt gehen die Loons einmal drauf und zack, da ist die Queen weg. Also auch krasses Ding. Ich glaube, das war das, warum ich mir den rausgepickt habe. Ja, mal einfach so, komm, da steht eine Queen. Was soll's? Immer rauf hier auf die Bases und schöner Angriff hier, keine Frage. Ja, auch wenn man das hier sieht, hat man immer ein bisschen Anregung. Jo, so kannst du es machen. Und so geht's auch mit einem Held. Ja, auf eine 10er Base, die jetzt hier noch nicht so stark ist oder sagen wir mal so inner Range ist, ne? 10 auf 10 hier. Also das ist schon gut. Das ist richtig toll gewesen. Und wir gehen wieder ein kleines Stück weiter nach oben. Wir gehen auf die Nummer 6. Da muss ich gucken. Ah ja, danke. Danke auch. Ich zeige den einfach mal. Auch wenn ich hier jetzt mal meine CK-Base freigebe. Ihr seht trotzdem die Fallen und die Bomben nicht. Aber ihr seht, dass ich hier unten ein paar Tesla rumlümmeln habe. Ich weiß nicht, ob der Hocke meine Base noch so im Auge hatte. Ob er sie überhaupt schon kannte. Denn die habe ich noch nicht so lange. Und bisher hat die im CKs gehalten. Auch gegen Elva. Und auch am Ende war das hier, ja, es war schon knapp, aber es war auch gut gemacht hier vom Hocke mit seinem Killsquad. Wollte er sicherlich hier die beiden Lars erwischen, Queen erwischen, den Feger auch und mindestens einen Inferno hier. Das gelingt ihm an der Stelle auch ganz gut. Und auch hier hatte ich gute Truppen in der Clanburg, muss ich sagen. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Also ich war echt überrascht. Ich habe hier auch ungefähr knapp 300 Gems gelassen an dem Abend. Das lag aber auch daran, ich habe hier komplett die 2 Stunden im Stream auch meine Lager geschoben, meine Zauber geschoben und habe hier natürlich auch gespendet. Wie ein Irrer, keine Frage, habe die Clanburgen mitbefüllt, habe halt das gegeben, was ich kann. Ja, denn wir konnten jetzt nicht von den Oberen hier erwarten, dass die uns ausschließlich Max-Truppen geben hier. Darum ging es hier ja auch gar nicht. Ja, und wenn dann mal einer nur 2er-Bowler in seiner Clanburg hatte, dann gab es hier kein Genöle und das war hier wirklich ein friedvoller Abend. Auch der Chat in beiden Streams, also sowohl auf Twitch als auch auf YouTube, alles wirklich vernünftige Leute hier. Die hatten eine Engelsgeduld auch, wir haben ja auch mal Sprachpausen dazwischen gehabt, weil wir auch selber angreifen mussten und dann redest du ja auch nicht so viel. Ich habe einen meiner Angriffe, glaube ich, ja auch selbst mit kommentiert auf Schulte, den habe ich 2-mal gedreiert. Und er spricht heute auch wieder mit mir, keine Frage. Ich bin dem Hockey auch nicht böse, dass er mir hier 3 reingehauen hat. Und deswegen auch da, die Leute hatten eine Engelsgeduld. Und wir hatten immer sehr, sehr viele, ganz, ganz stabil auch in den Chats, die geschrieben haben und getippelt haben. Und ja, richtig gut. Wir haben keinen Moderator gebraucht. Ich war zwar Mod bei YouTube, aber ich musste nicht einmal eingreifen. Es gab ja noch jemanden im Hintergrund, der hat das Ganze auch noch zusätzlich mit als Mod geregelt und also wirklich super, super Leute hier, auch in den Chats, alles ganz nette Menschen und das hat uns natürlich auch sehr, sehr gefreut, dass das hier so reibungslos abging und ich denke mal, wir hätten hier noch locker 3-4 Stunden dranhängen können und hätten damit die Zuschauerzahl wahrscheinlich an dem Abend nochmal leicht steigern können, denn irgendwann kommen ja auch viele dann spät abends nach Hause, aber ich glaube, das war schon eine super Zeit hier und ja, toller Angriff hier auf mich. Nochmal vielen Dank und Glückwunsch an den Hocke und wir gucken uns auch hier den Angriff jetzt auf Sky an vom Mustango, denn der Sky hat hier eine wirklich krasse Base, muss ich sagen. Und die ist auch schon angegangen worden und der Maste war hier ganz heiß, der hat hier 2 Tage gefiebert. Denn von ihm kam auch die Idee mit dem Clan hier, das muss ich auch noch dazu sagen. Von ihm kam irgendwann über WhatsApp die Nachricht, du lass uns mal einen Clan machen, dann gibt das nicht so viel Tumult, weil wir auch nicht genau wussten, wie viel bei uns jetzt am CK tatsächlich teilnehmen. Also wir wollten schon die Leute hier vorher in dem Clan haben, damit wir ganz sicher sind, das sind Leute, die greifen hier an, die könnt ihr herausfordern. Und von ihm kam die Idee und der hatte hier 2 Tage drauf gefiebert, den Sky anzugreifen. Kannte die Base ja, glaube ich, auch nicht. Ich weiß nicht, der Sky hat sie ja auch im Stream gezeigt und auch diesen Angriff hier haben wir schon im Stream gesehen.
und ist wirklich eine schwierige Base, glaube ich. Aber Masse macht das hier so, wie das auch viele Elfer machen. Geht erstmal mit dem Kill-Squad vor, mit Queen und Warden. Jetzt werden die Truppen hier gegiftet. Mal gucken, ob er jetzt hier gleich schon etwas zünden muss. Nee, muss er noch nicht. Also auch super Sache hier. Jetzt kommt hier der Sprung, um den Funnel noch etwas zu erweitern und zu vergrößern mit den Riesen. Boah, guckt euch das mal an hier unten. Die drei Kanonen. Jetzt sind es nur noch zwei. Alter, was ballern die hier? Also auch das ist richtig, richtig krass. Jetzt kommt der Adler natürlich schon dazu. Und der steht, oh, der steht genau an der gegenüberliegenden Ecke. Eieiei, das ist natürlich wirklich schön gefunnelt hier. Jetzt den Warden gezündet, um hier alle Truppen kurzfristig einmal immun zu machen gegen Schaden. Aber jetzt gehen hier schon die ersten Truppen in die Mitte rein. Das ist natürlich wirklich super. Und jetzt kommt das Endsquad, also jetzt kommen die Cleanup-Truppen, nämlich die Walküren hier, hüppeln hier direkt zum Rathaus. Zack, da ist Rathaus weg. Jetzt wird hier nochmal die Adler gefriest und mal gucken, kriegen die den Adler noch? Kriegen den Adler sogar noch. Donnerwetter. Schöner Angriff hier vom Masse auf die Base hier, aber sie ist auch wirklich, wirklich schwer. Masse ist auch einer unserer sehr, sehr erfahrenen Elfer-Angreifer. Und wenn es gut läuft, so wie hier, dann läuft's. Keine Frage. Ich denke mal, trotzdem guter Angriff hier. Krass, 2 auf 1. Super Show. Und ich hoffe, die Folge hier hat euch gefallen mit den vielen CK-Angriffen. Also wie gesagt, der Clan hier existiert. Ja, unter Umständen möchte hier nochmal jemand rein und möchte nochmal einen Kampf sehen. Im Moment ist er geschlossen. Ich weiß noch nicht, ob ich den nochmal wieder aufmache. Aber ich wollte ihn nicht sterben lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns mit weiteren schönen CK-Folgen und Clash of Clans-Folgen in dieser Woche sicherlich wieder. Leute, schreibt mir keine Besuchertext bitte mehr unter meine Videos. Die letzten picke ich mir jetzt noch raus, die werde ich auch besuchen. Ich werde im nächsten Stream wieder mit Dorfbesuche weitermachen, aber erstmal bitte keine Tags mehr. Die letzten Tags suche ich mir jetzt raus und mache da sicherlich noch eine Folge von, denn sind wirklich schöne Dörfer dabei. Habe ich schon reingelinst, aber bitte schreibt mir das nicht mehr mit rein. Ich werde das ab jetzt ignorieren und werde dann dazu wieder aufrufen, werde das im Livestream machen. Bleibt alle mit dran. Euer Toto. Clasht.